Jetzt werden wir uns mit einem Beispiel beschäftigen, bei dem wir die Standardisierung verwenden, um μ und Sigma zu berechnen. Also, wir haben eine normal verteilte Zufallsvariable x, von der wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass x größer 42 gleich 8% ist. Und wir wissen, p von x kleiner gleich 35 ist gleich 19%. Versuche das Beispiel zunächst alleine zu lösen. Okay, wir fangen damit an, dass wir die Wahrscheinlichkeiten standardisieren. Das heißt, wir suchen p von groß Z größer klein z 1 ist gleich 0,08. Und wir suchen p von groß Z kleiner gleich z 2, das soll gleich 0,19 sein. Mit Hilfe von GeoGebra können wir diese z berechnen. Wir sind hier wieder in der Ansicht Wahrscheinlichkeitsrechner. Also, wir wissen, p von z größer z1 soll gleich 0,08 sein. Das heißt, wir gehen in den rechtsseitigen Modus. Und wir geben ein, die Wahrscheinlichkeit soll 0,08 sein. Und für z erhalten wir 1,4051. Die zweite Wahrscheinlichkeit war, p von x kleiner gleich 35 ist gleich 0,19. Das heißt, wir gehen in den linksseitigen Modus. Und wir geben ein, die Wahrscheinlichkeit soll 0,19 sein. Und das für Z2 erhalten wir minus 0,8779. Mit Hilfe von GeoGebra wissen wir also, dass die Wahrscheinlichkeit von groß Z größer klein Z1 gleich 0,08, dass Z1 gleich 1,4051 ist. Und damit wissen wir, das ist gleich 42 minus μ durch Sigma. Wir haben also einfach in die Substitution eingesetzt. Für die zweite Wahrscheinlichkeit wissen wir, dass klein z2 gleich minus 0,8779 ist. Und wir wissen, das ist gleich 35 minus μ durch Sigma. Wir haben jetzt also ein Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und zwei Variablen. Die erste Gleichung lautet 1,4051 ist gleich 42 minus μ durch Sigma. Und die zweite Gleichung lautet minus 0,8779 ist gleich 35 minus μ durch Sigma. Indem wir dieses Gleichungssystem jetzt lösen, erhalten wir μ ist gleich 37,69 und Sigma ist gleich 3,066. Damit sind wir auch schon fertig. Bis zum nächsten Mal.